nach dem Spiel HC Erlangen gegen den THW Kiel willkommen heißen. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Trainer, den Gästetrainer Philipp Biecher und unseren Trainer Michael Haas. Zudem darf ich auch den sportlichen Leiter des HC Erlangen begrüßen, Raul Alonso. Auch heute geht natürlich die erste Frage an die Gäste. Wie haben Sie das Spiel wahrgenommen? Ja, schönen guten Abend oder Nacht. Ich muss als allererstes meiner Mannschaft ein Riesenlob aussprechen. Wir waren oder wir sind hier angekommen mit ganz viel Respekt, weil Erlangen ja diese Saison kontinuierlich sich verbessert und zeigt gerade in dem Abwehrverhalten, dass sie unglaublichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und das haben die heute auch gezeigt gegen uns. Sie waren sehr, sehr aggressiv, sehr präsent. Damit hatten wir ein bisschen Probleme. Und generell war in der ersten Halbzeit wenig Tore oder sind wenig Tore gefallen. Und, aber wir haben eine Phase von 20. bis 30. Minute, wo wir uns ein bisschen absetzen konnten. Wir haben viel variiert mit 7 gegen 6, 6 gegen 6. Versuchten vor allem uns beruhigen und Erlangen vor Aufgaben stellen. Das ist uns meiner Meinung nach dann gelungen. Und zweite Halbzeit haben wir gut gestartet. Und ich bin mit Großem und Ganzen sehr, sehr zufrieden. Muss mal nochmal meine Mannschaft Lob aussprechen und bin dankbar, dass wir heute 2 Punkte geholt haben. Vielen Dank. Dann, Michael, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Abend zusammen. Ja, erstmal Philipp und Thierry, Glückwunsch zu einem sehr verdienten Sieg. Und sind dann ein bisschen die Grenzen aufgezeigt worden heute. Wobei ich meiner Mannschaft auch für die Deckungsarbeit ein großes Kompliment machen muss. Wir haben eine Mannschaft wie Kiel für große Probleme gestellt, was den 6 gegen 6 Angriff angeht. Was uns am Ende das Genick bricht und auch das Spiel frühzeitig entscheidet, ist letztendlich die Phase vom 7-7 auf das 7-14 zur Halbzeit. Natürlich der ungünstigste Halbzeitende, das ungünstige Halbzeitende, was man sich nur vorstellen kann, mit noch 4 Sekunden Verschluss und einem Wurf aufs leere Tor. Wir haben es in der ersten Halbzeit, glaube ich, verpasst, aus ein paar Ballgewinnen und der Deckung auch Nutzen zu ziehen. Ein, zwei Gegenschusstore wären drin gewesen, stattdessen verlieren wir den Ball. Und da haben wir dann insgesamt einfach eine zu hohe Fehlerzahl. Unser Angriffsspiel war wenig druckvoll. Wir waren nicht so mutig, wie wir eigentlich sein könnten. Zugegeben, Kiel auch eine sehr variable, sehr agile Abwehr, die uns immer wieder vor Probleme gestellt hat. Da war dann unsere Fehlerzahl am Ende deutlich zu hoch. Wir haben nach der Halbzeit haben wir gesagt, wir wollen wieder rankommen, nach Möglichkeit eine Halbzeit gewinnen. War dann phasenweise wirklich wieder gut, auch weil Kiel vielleicht gemerkt hat, dass sie haben das Spiel unter Kontrolle. Wir lassen uns davon jetzt nicht runterziehen. Für mich waren die 10 Tore vielleicht gefühlt ein bisschen zu hoch. So schlecht müssen wir uns nicht fühlen. Wir haben einen guten Saisonstart, wir lassen uns davon jetzt nicht runterziehen. Das passiert ja auch anderen Mannschaften, dass sie hoch gegen Kiel verlieren. Meine Mannschaft hat gekämpft, sie haben alles gemacht, die Zuschauer waren da. Ich glaube, dass wir keine Fans verloren haben heute. Trotzdem arbeiten wir weiter, versuchen weiter besser zu werden, uns weiterzuentwickeln und da wieder aufzustehen. Wir lassen uns da jetzt die positive Grundstimmung, die wir, glaube ich, immer noch haben dürfen, lassen wir uns davon jetzt nicht zerstören. Danke. Danke dir. Was ist dein Statement zum Spiel? Ja, guten Abend zusammen. Zuerst Philipp, Glückwünsche an dich und an deine Mannschaft nach Kiel für diese 2 Punkte, die sehr verdient sind, wie ihr beide auch gesagt habt. Ich glaube, dass wir es verpasst haben, die wenigen Chancen, die sich heute auch geboten haben, überhaupt weiterhin auf Augenhöhe zu agieren, zu nutzen. Das bestrafte THW in gewohnter Manier eiskalt. Das haben wir nicht geschafft und dann ist es natürlich extrem schwer, psychologisch einfach mal im Spiel dran zu bleiben und das Ergebnis natürlich auch ist immer sichtbar und ich glaube, dass, wie Hassan gesagt hat, wir unserer Mannschaft in ganzer Weise einen Vorwurf machen können, was die kämpferische Einstellung anbetrifft, aber letztendlich müssen wir natürlich auch wissen, dass gegen eine solche Qualität alle Fehler bestraft werden und das ist uns über die 60 Minuten nicht gelungen. Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir wirklich einen super Start haben und jetzt stehen weiterhin Aufgaben vor uns, die wir zu bewältigen haben. Das werden wir so tun wie immer, ob
ob Sieg oder Niederlage, wir konzentrieren uns auf die Prozesse und das hat uns jetzt dahin gebracht, wo wir sind. Von daher, nächstes Spiel und dann freuen wir uns natürlich auch auf die Füchse.